So, Freunde, kurzes... Was ist denn hier drauf? So, kurzes Update. Ich habe heute ein bisschen Zeit damit verbracht. Ich habe gerade, wollte das sagen. Also das ist jetzt... Ja, berauschend ist nicht. Der Upload ist noch ziemlich gut, 41 im Upload und 30 im Download. Download ist bescheiden. Das ist aber, glaube ich, hier nicht besser machbar. Ich mache es über WLAN. Was ich euch sagen und zeigen wollte, ist, ich habe heute ziemlich viel geschafft. Ich habe heute hier Folgendes gemacht und geschafft. Ich habe nämlich mit Kabelmanagement mehr oder weniger, ich zeige euch das jetzt, mehr oder weniger cool hinbekommen. Das ist Folgendes, dass man euch das... Das ist von der Staywired, 100% Polyester. Ich werde euch das verlinken, natürlich. Ich bin nur kurz auf der Suche nach dem zweiten. Also, man sieht, ich habe hier eigentlich, da gehen die Anschlüsse, gehen da durch den Mikroarm und gehen hier unten innen durch und dann geht alles da rein. Das schaut von hinten gar nicht mal so geil aus. Die Dinger sind wiederverwendbar. Die sind ziemlich cool, die kosten nicht viel, das sind 30 Stück und da kommt man ziemlich weit. Ich habe das so gedacht, dass ich hier, weiß nicht, wie ich das erklären soll, dass man hier möglichst saugen, wischen kann, ohne dass man hier dementsprechend großartig was wegschieben muss oder die Kabel im Weg sind. Das funktioniert. Was ich auf jeden Fall nur sagen muss, ist, ich werde den Tisch natürlich hier ranschieben, soweit es geht. Die Arme stehen ein bisschen drüber. Das heißt, ich lasse hier ein bisschen einen Abstand und dann geht das ziemlich gut. Das Ding brauche ich an und für sich nicht. Das muss man anschauen. Das werde ich in Zukunft darunter. Okay, da geht es nicht. Darunter stellen und dann hintere Schirm. Das schließt da ziemlich bündig ab. Das heißt, das passt. So. In dieser Ecke kommt ein Regal her, das ist eine leere Schachtel, die muss ich erst wegbringen. Das ist eine leere Schachtel und ein bisschen Plastikkarton muss ich erst wegbringen. Ach, großes Chaos, Rammstein-Poster. Drucker weiß ich nicht, Drucker werde ich glaube ich da herstellen, bin mir noch nicht sicher. Oder da rein und dann schauen wir weiter. Was ich auf jeden Fall noch bekommen werde, wo ich mich richtig drauf freue, ist Wheelstand ist bestellt. Der Wheelstand Pro in der V2, keine Ahnung, ist bestellt und der wird hoffentlich, ich schätze Dienstag oder Mittwoch kommen und ich werde für den Wheelstand auch noch so einen Kabelschlauch kaufen. Die kosten nicht für die Dinger, ich glaube 15 Euro circa mit Amazon Prime und da werde ich noch an dem Wheelstand da hinten herstellen, wo der Rucksack steht, nebenbei. Habe ich zumindest, so ist der Plan. Dann habe ich das alles wirklich schön verbaut. Bis jetzt funktioniert alles. Und von vorne schaut es halt richtig zusammengeräumt aus. Also von vorne dieses Kabel und dieses Kabel könnte man eventuell, da kommt noch ein großes Mauspad kommt da noch her. Und dann werde das, dann schaut das alles viel geiler aus und viel schlichter aus. Und wirklich schön. Und da habe ich gesagt, das habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist die Schraube. Die wird natürlich dementsprechend in den Tisch versenkt. Kameras sollten funktionieren. Ich meine, ich habe es noch nicht probiert, ob das jetzt alles funktioniert. Ich hoffe einfach, dass das funktioniert. Also einen Ton habe, Maustastatur kann ich alles bewegen. Das Ganze wieder aufzumachen, wäre jetzt gar nicht mal so der Mega-Stunt. Ich muss gestehen, dass das alles ziemlich gut funktioniert. Und ziemlich einfach war das Ganze. Trotzdem würde ich es gern verhindern, dass ich das wieder aufmachen muss. Ja, sonst eins noch. Das taugt mir nicht, wenn man hier ein bisschen ankommt, obwohl es so mega krass ist eigentlich gar nicht. Ah ja, wenn man hier ausschlägt, dann bewegen sich minimal die Monitore. Das muss ich mir jetzt anschauen, wie ich das mache. Eventuell, ich habe noch eine Antirutschmatte irgendwo in der Schachtel da unten drin, dass ich da unten noch ein Stück Antirutschmatte, dass das ein bisschen abdämpft, die Bewegung.
dass ich nicht direkt in die Monitorhalterung reingehe. Ja. Sonst, wie gesagt, ich versuche euch das alles zu verlinken. Da kommt die Sonne rein. Das werde ich in Zukunft zumachen und zulassen, weil das ist ziemlich nervig. Und da oben, da so, dieser Bereich, da kommen die Lichter hin. Das wird selbst gemacht vom Cousin von mir. Und der macht es dann, dass ich wieder Top-Beleuchtung habe. Und gedacht ist, so, kann ich jetzt schwer erklären, da oben, diese Ding, Greenscreen, ist so gedacht. Da muss ich erst schauen, was für eines das wird. So, kurzes Update. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.